Gut, ja, ich freue mich, da mitmachen zu können, Frau Jarasch zu befragen. Und sie kann mich ja auch befragen. So ist, glaube ich, die Gesprächsanordnung gedacht, dass wir einfach ein bisschen Unterhaltung heute Morgen in das Format reinbringen. Vor dem Hintergrund, Fragestellung, die mich am meisten interessiert, wie wollen Sie der Rettung eine Richtung geben? Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage. Das, was sich pandemisch gerade abspielt, bietet ja sehr viele Möglichkeiten auch zu gestalten, weil das Präpandemische wird ja nicht wie das Postpandemische sein. Das Virus lässt sich nicht erpressen, hat keine eigene Agenda, aber das Virus hat aufklärerische Wirkung. Insofern sehen wir, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und insofern haben wir es voller Zuversicht selbst erstmals in der Hand, einen Transformationsprozess, der im Moment angehalten wird, zu gestalten. Und welchen Beitrag wollen Sie dazu leisten? Das wäre jetzt mal meine Frage, an der ich am meisten interessiert bin, persönlich im Blick auf das, was Sie in Berlin bewirken wollen. Ich freue mich, dass Sie das so sehen und in dieser Weise in ein Gespräch auch über Corona einsteigen. Denn tatsächlich ist es so, dass jetzt im Moment natürlich vor allem der Schock und zum Teil auch die Wut von zum Beispiel betroffenen Branchen oder so über den Lockdown sehr im Vordergrund steht und auch das Krisenmanagement noch sehr im Vordergrund steht. Und da müssen sich natürlich wir, sage ich, denn wir regieren ja in Berlin auch bereits jetzt schon, auch Fragen gefallen lassen. Haben wir uns gut genug vorbereitet? Haben wir die Zeit, die wir im Sommer hatten, genutzt? Werden wir es schaffen, den Lockdown, die 4 Wochen, die jetzt bevorstehen, zu nutzen, um danach Perspektiven zu schaffen? Und trotzdem wären wir nicht die Grünen, wenn wir nicht glauben würden, dass es auch, dass in der Krise eine Chance liegt. Und zwar genau aus den Gründen, die Sie auch schon gesagt haben. Diese Krise zeigt zum Teil Dinge auf, die auch vorher schon nicht funktioniert haben und legt dadurch den Finger in die Wunde und zeigt den Veränderungsbedarf. Sie zeigt aber auch, dass es, wenn Not am Mann ist, also wenn es wirklich plötzlich dringend ist, dass Menschen dann sehr wohl in der Lage sind, auch ganz schnell Gewohnheiten zu verändern. Und ich glaube, dass eine der großen Hemmnisse für die Veränderungen, die auch schon durch die Klimakrise und so, also jetzt unabhängig von Corona oder durch soziale Ungerechtigkeiten auch vorher schon gegeben waren, eins der größten Hemmnisse ist einfach, seine alltäglichen Gewohnheiten zu verändern. Und wir haben jetzt aber gemerkt, dass das ganz schnell geht. Also, und natürlich gibt es da Lektionen, die bleiben werden. Und ich glaube, dass wir das nutzen können und nutzen müssen. Also in unserer sozialwissenschaftlichen, komplizierten Sprache könnte man sagen, Kontingenzerfahrungen in Serie. Alles, was ging, ging dann doch nicht. Und umgekehrt, das, was bisher wir dachten, geht nicht, geht doch. Also die Alternativlosigkeit existiert eigentlich nicht mehr. Präsenzkulturen waren zwingend, um zu arbeiten. Wir haben gedacht, Binnengrenzen lassen sich nie mehr schließen. Im universitären Bereich digitale Prüfung oder jetzt auch Parteitage, unvorstellbar, das Prüfungsrecht macht das nicht mit, alles geht. Und das finde ich eigentlich das Positive an dieser Möglichkeit, etwas umzusetzen, auch in Alternativen zu denken, im Blick jetzt auf das Thema einer digitalen Nachhaltigkeitsgesellschaft. Andererseits haben Sie doch den großen Nachteil, dass Ihr zentrales Thema eher an zweite oder dritte Stelle platziert ist, also Umwelt, Klimaschutz. Die Menschen haben im Moment andere, dringende, auch existenziellere Sorgen. Natürlich ist Klimaschutz die existenzielle Frage an sich, aber wenn man die Umfragedaten richtig interpretiert, ist das, was vor ein, zwei Jahren so nach vorne gepusht ist, im Moment im Hintergrund. Und wenn Sie nur an die Symbolik der Heizpilze denken, jeder denkt, jetzt brauchen wir die Heizpilze, was brauchen wir jetzt an Umweltschutz? Das ist ein sehr banales Beispiel, aber es zeigt, dass die Wertigkeit für Umwelt- und Klimafragen doch eigentlich jetzt im Rückzug ist, oder? Wie sehen Sie das? Also Sie sind der Zahlenpapst, das bin nicht ich. Aber mich hat eher überrascht, also natürlich stimmt es, dass gerade jetzt im Moment auch ganz existenzielle Sorgen um den Verlust des Arbeitsplatzes bei Unternehmern, Solo-Selbstständigen, existenzielle wirtschaftliche Ruin oder so Leute beschäftigen. Oder auch die Angst vor Isolation beispielsweise durch einen Lockdown. Auch das ist ja nicht nur die Angst vor Ansteckung, sondern auch die Angst vor Isolation ist, glaube ich, jetzt in der zweiten Welle sehr viel stärker. Insgesamt überrascht es mich aber eher, dass das Thema Klimawandel nicht so weit weggedrückt worden ist, wie das früher immer war.
In früheren Jahren oder ich würde auch sagen in früheren Phasen der bundesdeutschen und damit auch der grünen Geschichte war es immer so, dass Klimawandel und Umweltschutz galten lange Zeit als Luxusthemen. Sobald irgendwie die Arbeitslosigkeit hochging, irgendwas anderes passiert ist, waren sie weg. Das ist diesmal ja gerade nicht so. Es ist natürlich nach Corona, aber es ist trotzdem immer noch eins der zentralen Themen. Das finde ich erstmal interessant festzuhalten. Trotzdem ist es klar, dass wir jetzt erstmal Antworten geben müssen auf das, was durch die Corona-Krise sich verändert. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wir sind eine Partei, die immer ein positives Verhältnis zur Veränderung hatte. Wir Grünen sind keine Milieupartei im klassischen Sinne. Ich habe immer schon versucht, also wenn man versucht zu beschreiben, welche Menschen überhaupt etwas an den Grünen finden können, dann hat sich das natürlich an Themen festgemacht. Aber der gemeinsame Nenner der ganz unterschiedlichen Menschen, die irgendwie Hoffnungen und Erwartungen in uns gesetzt haben und jetzt in uns setzen, war meiner Meinung nach immer Menschen, die glauben, dass man die Verhältnisse ändern kann und die das auch selber gestalten wollen. Die also sich nicht zurücklehnen und erwarten, dass es andere tun oder dass der Staat das alles gefälligst richten muss oder dass sich sowieso nichts tun lässt, weil irgendwie Krisen ein Schicksal sind, das uns einfach nur übermächtigt und wo man nichts tun kann. Und dieser gemeinsame Nenner, das ist das, was wir in Berlin jetzt sozusagen die Zukunftskräfte nennen. Die gibt es tatsächlich überall in allen Gruppen und Milieus der Gesellschaft und an denen können wir anknüpfen und die haben jetzt aber auch Erwartungen an uns und Erwartungen, dass wir eben auch in der Krise zeigen, dass es auch sowas gibt wie Perspektiven aus der Krise heraus, die vielleicht sogar manche Dinge, Sie haben ja schon ein paar Andeutungen gemacht, die uns vielleicht sogar in manchen Punkten stärker werden lassen, in der Gemeinsamkeit Nachhaltigkeit entwickeln lassen auf Feldern, wo es schon lange nötig war, wo sich durch die Corona-Krise gezeigt hat, dass es nötig ist. Also natürlich ist Digitalisierung auch eine Chance, überflüssige Geschäftskonferenzen oder ich sag mal Klimakonferenzen, zu denen die ganzen Klimaschützer erstmal große Flugstrecken auf sich nehmen müssen, in Zukunft anders zu gestalten. Es ist aber auch eine Chance. Wir haben gemerkt, zum Beispiel auch in Berlin, dass die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, aber auch unsere Fähigkeit, wenn die Lieferketten plötzlich ausfallen, wie das ja zum Teil auch in der ersten Welle war, dass wir eben in der Lage sind, da auch mit regionaler Produktion ganz schnell was zu ersetzen und dass uns das natürlich resilienter macht. Und meine persönliche Hoffnung ist, jetzt spreche ich mal über Berlin, über die Stadt, in der ich also antreten möchte und regierende Bürgermeisterin werden möchte. Wir haben ein Stück weit, also wir haben Pech und Glück zugleich. Wir haben die große Chance, dass ein großer Teil der Berliner Wirtschaft der Teil ist, der Ideen entwickeln kann, wie wir als Gesellschaft insgesamt resilienter werden gegen Krisen. Mit Internetwirtschaft, mit Verkehrswirtschaft, mit Gesundheitswirtschaft. Das sind bei uns mit den starken wissenschaftsbasierten Ausgründungen auch, die wir durch unsere vielen Hochschulen, Universitäten in Berlin haben. Das heißt, wir haben die Chance, dass wir Berlin zu einer Stadt machen, wo die Ideen entwickelt und auch die Produkte entwickelt werden, die uns vielleicht alle miteinander krisenfester machen. Aber wie passt die grüne Erzählung jetzt eigentlich dazu, wenn man sieht, dass Politik über Nacht ja geadelt worden ist, auch die Politiker? Einher geht aber auch die Staatsfrömmigkeit bis ins Unendliche Messbare. Der Lenkende, der Schützende Staat, der Staat, der Diesseitiges, vielleicht auch bald Jenseitiges zu regeln hat. Ja, das war so ein bisschen ja im März so ein bisschen das Tagesgefühl des jüngsten Gerichts, ne? Wenn wir uns daran erinnern. Schon sehr kurios. Jetzt der zweite Lockdown fühlt sich schon etwas anders an. Ich will es nicht dramatisieren, aber zu einer grünen Erzählung passt doch dieser starke Staat überhaupt nicht, der jetzt so gewollt wird, diese Staatsautorität, die man geradezu einfordert und sich dem willig unterwirft. Da stehen doch eher andere Parteien dafür und nicht die Grünen. Also erstmal, das sei Gott vor, dass der Staat auch noch fürs Jenseits zuständig wäre und für alle Fragen im Diesseits. Also die Gesellschaft ist, und das ist, glaube ich, typisch für Krisen, ein Stück weit, sagen wir, gespalten oder die Unterschiede treten schärfer hervor, als es in anderen Zeiten ist. Und das heißt, ich glaube, die Ungeduld und im Moment auch die Ungeduld derjenigen, die eigentlich selber gestalten wollen, ist stärker und genauso die Wut derjenigen, die finden, der Staat soll alles in die Hand nehmen oder wie gesagt, und das ist ja nochmal was ganz anderes, die eigentlich glauben,
dass es die entweder wegdrängen, dass es das Problem überhaupt gibt, oder die finden, man könnte sowieso nichts dagegen machen. Denn auch das sind die Menschen, die auch alle Maßnahmen des Staates falsch finden. Darf man nicht ganz vergessen. Es gibt nicht nur den Ruf nach einem starken Staat, es gibt auch eine Wut über alle Maßnahmen, Stichwort Corona-Leugner-Demos. Es gibt aber ganz viele Menschen, die sich ja aktiv auf den Weg gemacht haben. Denn gerade wenn wir es schaffen, das Tempo dieser Pandemie, der Ausbreitung der Infektion zu verringern, dann gewinnen wir ja auch Handlungsmöglichkeiten zurück. Und es gibt in der Gesellschaft ja ganz viele, nicht nur individuelle Bürger, die sich an die berühmten Aha-Regeln und so weiter halten und auch einfach gelernt haben, ihren Alltag anders zu organisieren. Es gibt ja auch ganz viele Betriebe, Kulturunternehmen und alles Mögliche, die sich längst aufgestellt haben, die Hygienekonzepte entwickelt haben, die auch sonst ganz innovative Ideen entwickelt haben. Das sind alles Leute, die wollen eben gerade nicht, dass ihnen alles aus der Hand genommen wird, sondern die wollen tendenziell eher einen verlässlichen Rahmen, in dem sie dann selber wieder handeln können. Und das sind die Leute, und genauso sind die vielen Solidaritätsbekundungen. Also ich muss ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass Solidarität sich vor allem darin zeigt, dass man wie in der ersten Welle vom Balkon herunter sich im Homeoffice zeigt und sagt, das ist solidarisch, sondern Solidarität ist schon was Gelebteres, was Aktiveres. Aber auch da gab es ja sehr viele Beispiele. Und das sind alles keine Beispiele für Menschen, die wollen, dass der Staat alles regelt. Und Berlin ist eine Stadt mit einer sehr aktiven und zum Teil auch durchaus renitenten Zivilgesellschaft, die nicht möchte, dass der Staat alles übernimmt. Ja, das Solidarische sehe ich auch. Die Chance, eine Wir-Solidarität auch als republikanisches Wir neu zu entwickeln, ist aus meiner Sicht auch bei dem Thema viel einfacher als bei Klima und Umwelt. Denn mit wenigen Regeln, mit einem wenigen Stück Stoff im Gesicht merke ich, ich kann solidarisch sein, weil ich mich und andere gleichermaßen schütze. Mit einem ganz primitiven Instrument. Und deswegen glaube ich auch, dass das Virus an sich keine komplexe Herausforderung ist. Klimakrisen sind komplex. Dies ist erstmal leicht zu handeln, wenn wir die Aerosole irgendwie in den Griff bekommen, ist die Ansteckung minimal. Und ich kann mit einem kleinen Beitrag, den ich leiste, selbstständig erkennen, wie ich solidarisch sein kann. Und die Ego-Taktiker, die lautstarken, hybriden Demonstrationen setzen sich ja gerade gegen Solidarität letztlich durch, weil sie meinen, sich selbst und andere nicht schützen zu müssen, zumindest ein Teil dieser hybriden Bekundungsaktivisten drücken das aus. Aber ich habe noch eine andere Nachfrage zur grünen Erzählung, nicht nur im Hinblick auf das Thema, was vielleicht, Sie haben das sehen, das anders in den Hintergrund gerückt ist, nicht so sehr auch im Blick auf die Staatlichkeit. Ich habe noch ein drittes Momentum, was so Führungsstile anbelangt. Es ist ja so ein Neodirigismus, der um sich greift, der sehr populär ist, auch außerhalb des Sauerlands. Und dieser Neodirigismus passt ja zu dem reflektierten Unbehagen, was kommunikativ die grüne Spitze vor allen Dingen setzt, eigentlich nicht. Es gibt aber so eine Sehnsucht nach Entschiedenheit, nach Eindeutigkeit, die ja für Populisten auch der Mitte spricht, die damit viele Mobilisierungserfolge feiern. Wie sehen Sie das? Also im Blick auf einen Führungsstil, der von Bürgern gewollt wird, geradezu neodirigistisch zu antworten, jetzt, wir folgen dir gerne. Und auch zu der grünen Erzählung, der das ja komplett widerspricht. Ich würde sagen, zu Beginn der Pandemie gab es, Stichwort Söder, sage ich jetzt mal vorsichtig, so eine gewisse, gab es viele Sympathien für das, was Sie jetzt Neodirigismus nennen. Mhm. Wir merken jetzt aber schon, wenn wir uns genauer anschauen, die Erfahrungen, die wir ja inzwischen im Umgang mit der Pandemie gemacht haben und mit den Maßnahmen gemacht haben, dass dieser Dirigismus nicht unbedingt erfolgreicher ist. Das muss man sagen, wenn man das weltweit betrachtet, gilt es noch viel stärker. Dann gibt es ja gerade sehr dirigistisch oder autoritär agierende Regierungen haben sehr viel größere Schwierigkeiten und Fehler gemacht im Umgang mit der Pandemie als Regierungen, die auf die Selbstverantwortung der Bürger und auf Solidarität stärker gesetzt haben, die das Virus auch einfach schneller ernst genommen haben und ich würde mal insofern sagen, empathischer agiert haben. Also einfach empathisch agiert haben, indem sie ernst genommen haben, was dieses Virus für Menschen bedeutet. So, die waren weltweit gesehen deutlich erfolgreicher.
Und ich glaube, dass es, je stärker wir in Richtung, ich glaube, dass die Menschen zu Recht klare Regeln erwarten und dass sie aber auch wollen, dass es einfach Ziele gibt. Und da sind wir wieder bei der Krisenüberwindung, hinter denen man sich jetzt versammeln kann und an denen man gemeinsam arbeiten kann. Es gibt schon auch eine Sehnsucht, glaube ich, auch rauszukommen aus dem reinen, von der Exekutive betriebenen Krisenmanagement alleine. Ja, ich glaube, da liegt auch das größte Potenzial der Politik, endlich erklären zu müssen, was gibt es Wichtigeres, als ein Argument vorzubringen, warum wir etwas befristet vielleicht zu leisten, zu liefern haben. Das ist doch großartig, dass das Deliberative geradezu ein Faktor für Resilienz jetzt ist. Sichtbarer kann es nicht sein. Es gab Messungen an der Klinik, im Klinikum in Essen von den Kollegen an kranken Patienten, die unter Angstsyndrom gelitten haben. Also richtige Angst, nicht eingebildete Angst, die wir hier haben, wie weit komme ich mit meinem Elektromobil? Das ist ja die moderne, neue Angst. Nein, ich meine nicht eingebildete, sondern richtige, ernsthafte. Und man konnte messen, dass nach der Rede von Merkel, der ersten eben nicht an Weihnachten und Silvester, an uns Bürger von 24, 25 Millionen gesehen, auch der Angstpegel sich eindeutig gesenkt hat. Also gibt es einen besseren Beleg, politisch zu kommunizieren, um Menschen gestalten, mitzunehmen. Das ist, finde ich, auch ein interessanter Faktor, der jetzt in der Krise nochmal sichtbar geworden ist. Und das spricht für Parlamente erstmal, nicht für Regierungen primär. So wäre mein Ansatz. Mein Punkt ist aber nochmal, worin liegt dann der Unterschied zu der Grünen zu den anderen? Wenn ich mir ihr Grundsatzprogramm jetzt ansehe, in der Entwicklungsstufe, den Vorsorgestaat zu kreieren, das Thema Sicherheit im Zentrum zu richten, öffentliche Räume zum Thema zu machen, kritische Infrastruktur, also auch zu sagen, wer politisch einsam ist, wählt extrem. Also müssen wir uns noch mehr gegen politische Vereinsamung einsetzen. Wo ist der markante Unterschied, außer dass Sie das Original sind für Klima- und Umweltfragen, zu den anderen Parteien, die sich auch im kommenden Jahr, Superwahl, ja alle um den Vorsorgestaat kümmern werden? Der Unterschied ist, dass wir eine Bündnispartei sind. Ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, dass wir in unserer Gründungsgeschichte eben gerade nicht wie CDU und SPD quasi aus Milieus, von denen wir heutzutage ja nicht mehr reden, da sind Sie der Experte, aber herausgewachsen sind, sondern dass wir aus verschiedenen Bewegungen und aus sehr unterschiedlichen Milieus heraus zusammengewachsen sind. Und wir sind, weil bei uns diese großen Zukunftsthemen im Zentrum eher stehen, sind wir in der Lage, und auch, nein, da muss man nicht nur durch die Themen, sondern auch durch die Entwicklungen und von mir aus auch Veränderungen, die wir selbst in den letzten 40 Jahren genommen haben, sind wir, glaube ich, heutzutage in der Lage, breite Bündnisse zu schmieden. Und mit Bündnissen meine ich, und das ist übrigens auch ein Regierungsstil und es ist auch ein Stil, für den auch ich antrete, Bündnisse schmieden bedeutet, man hat Ziele und man wirbt breit dafür, dass Menschen sich hinter diesen Zielen, auf diese Ziele verständigen, hinter diesen Zielen vereinen. Das verlangt im Gegenzug, das ist keine ideologische Politik, das verlangt keine 100% Compliance sozusagen. Also Bündnisse kann ich auch mit, also Bündnisse gegen rechts oder Bündnisse für Klimaschutz kann ich auch schließen mit Menschen, die in vielen anderen Fragen andere Meinungen haben, als ich das habe. Und wir können und müssen über den richtigen Weg zu dem Ziel sprechen und da auch offen sein. Und das ist etwas, was Grüne gelernt haben in den letzten Jahren. Ich habe neulich mit Jürgen Trittin bei einer anderen Gelegenheit diskutiert und er hatte sehr spannend an seinem großen Thema Atomausstieg dargelegt, dass wir am Anfang haben wir gegen den Atomausstieg, also wir heißt unsere Gründergeneration, gegen den Atomausstieg demonstriert, indem wir Anlagen besetzt haben so, und den Betrieb versucht haben zu verhindern. Dann in den ersten, als kleiner Koalitionspartner den ersten Landesregierungen haben wir versucht und dann haben Bund und dann auch im Bund haben wir ihn vielleicht noch versucht, indem wir die Sicherheitsvorkehrungen hochfahren, den Betrieb schwerer zu machen. Und am Ende war der Atomausstieg, war die Lösung eine Verhandlungslösung mit den Betreibern. Das war nicht das, was den Leuten in Gorleben oder so am Anfang vorgeschwebt ist, so, sondern das war eine Entwicklung, die aber immer das Ziel und den Systemwechsel, den das Ziel ja bedeutet, ein Atomausstieg und eine Energiewende, immer im Blick behalten hat. Mhm. Aber die Wege und die Methoden haben sich sehr geändert und waren auch nicht von Anfang an absehbar.
Und ich persönlich halte das für eine Stärke und ich glaube, dass diese Fähigkeit für so ein Ziel, Wege zu suchen und da auch breite Bündnisse zu schmieden, dass das etwas ist, was uns ausmacht und wozu dieses deliberative Moment, das Sie gerade so gelobt haben, sehr, sehr gut passt. Aber es ist natürlich schon eine akademische Herausforderung, ne? Die Sie beschreiben. Also im Prinzip Widersprüche auf einer höheren Ebene versuchen zu vereinen, gleichzeitig für Konsens zu werben. In einer Gesellschaft der sogenannten Singularitäten reicht es aber doch, wir sehen es in Amerika, nicht nur aus, Minderheiten praktisch Positionen zu sammeln. Wo ist denn die Gesellschaft des Kollektiven, auf das die Grünen ja auch antworten müssen? Also wo ist die neue Gemeinwohlentwicklung, die nicht nur Singularitäten nebeneinander stellt? Da habe ich ein bisschen mein Problem, weil ich glaube, man muss das Individuelle genauso fördern wie das Kollektive, weil ein Gemeinwesen anders nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt, ich will nicht auf keinen Fall irgendwas, den berühmten Kitt der Einordnung und der Einhegung vornehmen, aber trotzdem ist es ein Spannungsverhältnis, den sicherlich eine Partei, die von Abiturwählern ja hofiert wird, vielleicht hinbekommt, aber es ist eine akademische Herausforderung. Ich sehe, also in dem Fall sehe ich jetzt nicht, warum das eine akademische Herausforderung ist. Wir können sie natürlich sehr akademisch beschreiben, aber es ist eine sehr praktische Frage letztendlich. Denn es hängt, also ich glaube nicht an moralische Appelle für Zusammenhalt. Also ich glaube nicht, dass Zusammenhalt entsteht in einer individualisierten Gesellschaft über moralische Appelle zu mehr Zusammenhalt. So daran glaube ich gar nicht. Genauso wenig, wie ich übrigens daran glaube, dass es uns jetzt in der Krise irgendwie voranbringt, Sündenböcke zu benennen, die dran schuld sind, dass das schuld sein sollen, dass das Infektionsgeschehen sich jetzt stärker ausbreitet als erhofft. Davon halte ich gar nichts. Also auf diese Art von moralischen Zeigefinger sollten wir nicht setzen und der generiert auch keinen Zusammenhalt, dieses gemeinsame Kit, von dem Sie sprechen. Ich glaube, dass diese Ziele, von denen ich gesprochen habe, auf die man sich gemeinsam verständigt, dass die etwas Gemeinsames auch in der Lage sind, hervorzubringen. Mhm. Und dass es tatsächlich ein Stück weit auch anders nicht gehen kann. Wir haben viele Debatten unter ganz anderen Vorzeichen, also nicht zuletzt die unselige Leitkulturdebatte oder so. Wir haben ja immer wieder in den letzten Jahren Diskussionen darüber geführt, was denn dieser gemeinsame Grundlage, dieses Fundament oder der Kit sein soll. Also Kit entsteht nochmal anders, aber was dieses gemeinsame Fundament in so einer Gesellschaft wie unserer sein kann. Das Ergebnis sind dann Dinge wie Grundgesetz und Bürgerrechte, das würde ich immer sehr hochhalten. Wir sind nicht auch eine Bürgerrechtspartei. Und ohne diese Grundrechte, glaube ich, tatsächlich lässt sich so ein Zusammenhalt nicht generieren. Aber die Grundrechte allein sind wenig und die sind wirklich nur das Fundament. Ich glaube, dass die Verständigung auf übergreifende Ziele mehr ist als ein Addieren von Minderheiten, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das glaube ich schon. Und dazu, wenn ich das noch sagen darf, und da wird es dann schon praktisch, geht es dann natürlich auch um die Art, wie wir Debatten führen und wie wir, mit welcher Haltung wir in der Gesellschaft agieren und mit Menschen in der Gesellschaft umgehen. Und das merke ich jetzt gerade auch in Berlin, aber auch bundesweit. Es werden sehr viele Debatten, selbst eine Debatte über Verkehrspolitik beispielsweise. Unser großes Klimaschutzthema in der Großstadt ist ja die Verkehrswende, vor allem unser großer Beitrag, werden ideologisch geführt. Also als ob Autofahrer und Fahrradfahrer Menschen von zwei Planeten wären oder so, die komplett gegeneinander stehen. Die Wahrheit, es stimmt es ja gar nicht. Auch ich bin zum Beispiel jemand, der 90% der Zeit am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs ist in der Stadt. Aber bis vor kurzem, bis im Urlaub, nämlich das Auto buchstäblich unter unserem Hintern zusammengebrochen ist, hatten wir ein Auto. Einfach, weil der Alltag bei zwei berufstätigen Menschen und Kindern stressig ist. Und für manche Situationen ist gut, ein Auto in der Hinterhalt noch zu haben. Jetzt merke ich, ich brauche es überhaupt nicht in einer Stadt wie Berlin, wenn man im Zentrum der Stadt lebt, wohlgemerkt, und nicht am Stadtrand. So, aber deswegen meine ich nur, in Wahrheit sind die Unterschiede nicht so groß. Ähnlich ist es bei gesellschaftlichen Debatten, die vielleicht noch viel giftiger sind, wo dann vermeintlich beispielsweise People of Color oder
Lesben und Queerpersonen gegen alte weiße Männer stehen. Ja, so führen wir ja Debatten. In Wahrheit sind die alten weißen Männer ja ganz oft die Väter der jungen Lesbe oder die Väter des Mannes, der sich in eine Frau of Color verliebt, Women of Color verliebt. Die Wahrheit ist, heißt, es gibt diese krassen Unterschiede so gar nicht und es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie wir sprechen. Es hat sich ja schon die Gesellschaft insgesamt verändert. Und es gibt wenige, die noch ernsthaft glauben, dass das an ihnen und ihrem Alltag komplett vorbeigeht. Ja, deswegen, ich bin da selbst ein alter weißer Mann, verweise ich immer darauf, dass niemand so nachhaltig denkt wie gerade meine Generation. Weil ich habe jetzt 4 Enkel und insofern alles, was mich persönlich sehr intensiv antreibt, ist genau auf diese Frage ausgerichtet. Wie werden die weiterleben? Werden die auch unter guten Bedingungen weiterleben? Weil man immer nur denkt, alte Leute wählen nur traditionell. Das ist gar nicht so, sondern im Blick auf enkelfähige Politik sind die Hauptwähleranteile in der Generation Ü60 auf jeden Fall zu finden. Ich habe noch mal eine Frage als Wahlkampfforscher. Sie regieren jetzt viele Jahre mit in Berlin. Und wie kann man dann vor den Wähler eigentlich treten und sagen, was man alles erreichen will? Sie konnten doch alles schon erreichen. Also wir regieren 4 Jahre mit in Berlin, noch keine Ewigkeit. Und wir haben tatsächlich in diesen 4 Jahren gemerkt, dass es ein ganz schön großer Angang ist, denn wir sind mit großen, großen Zielen gestartet, dass es ein ganz schön großer Angang ist, wenn man sich vornimmt, in manchen Bereichen die Stadt komplett umzubauen. Also jetzt Beispiel Verkehrswende. Wir haben im letzten Wahlkampf noch über den Bau einer Stadtautobahn, der A100, mitten durch Berlin gestritten. Also die Idee, die wirklich sehr 20. Jahrhundert ist, eine Stadtautobahn mitten durch eine Stadt zu fahren, die eine Schneise durch die Stadt schlägt, an der man nicht mehr durchkommt. Kenne ich aus dem Ruhrgebiet. Das ist dort Alltag, ja. Ja, aber jetzt diskutieren wir heftig über Pop-up-Radwege, die wir haben praktisch die Krise genutzt, auch verkehrspolitisch, um für die vielen Fahrradfahrer, die gerade in der Krise übrigens aufs Fahrrad umgestiegen sind, weil sie da nämlich Corona-sicher unterwegs sein können, sichere, breite Radwege schnell zu bauen. So, wir haben also vor 4 Jahren noch über eine Autobahn diskutieren jetzt über Pop-up-Radwege. Und daran merkt man aber schon auch, was es für ein großer Kulturwandel ist. Und natürlich sind sowohl die Infrastrukturmaßnahmen, wir haben gesetzliche Grundlagen erstmal geschaffen mit einem Mobilitätsgesetz. Wir müssen Milliarden Geld in die Hand nehmen für die Infrastrukturumbau, den das bedeutet. Und es dauert einfach alles. Das heißt, wir merken schon, dafür sind 4 Jahre nicht sehr viel. Und wir müssen dringend weitermachen und zwar auch mit klaren Prioritäten weitermachen, wenn wir das zu Ende bringen wollen, was wir da angefangen haben. So, das ist der eine Punkt. Und dann glaube ich aber schon, also das ist zumindest mein Verständnis von seriöser Politik und alles andere ist Populismus, den überlasse ich gerne den anderen. Wir können tatsächlich nach 4 Jahren Regierungsbeteiligung nicht so tun, als wären wir die Opposition und hätten nichts zu tun mit dieser Regierung und finden alles falsch, was diese Regierung gemacht hat. Wir können Kritik leisten, wir sind ungeduldig, wir wollen viele Dinge schneller, wir müssen lernen aus den ersten 4 Jahren und auch manche Dinge anders machen, aber natürlich stehen wir Grünen grundsätzlich zu dem, was wir in dieser Regierung wollten und auch erreicht haben. Wie gesagt, ich habe jetzt schon beobachtet, dass es im Wahlkampf offensichtlich andere politische Parteien anders halten werden, unser Ding ist es nicht. Ja, die SPD hat es ja vorgemacht, dass es nicht gut bekommt, immer so zu tun, man wäre auch selbst Opposition, obwohl man regiert. Und die Leute sind nicht blöd. Ja, das ist auch meine Antwort generell bei den Grünen, weil oft nachgefragt wird, ist der oppositionelle Stachel. Ich meine, die regieren in fast allen Bundesländern mit. Insofern ist das schon eine staatstragende Verantwortung, gerade in der Pandemie, die nicht nur fundamental Oppositionstöne zulassen würde. Das würde auch kein Bürger, kein Wähler abkaufen. Muss man einfach immer wieder sehen. Trotzdem steht das Superwahl ja auch für Sie unter einer besonderen Bedingung. Wir wissen, wie sehr die Nahbereichskommunikation Vertrauen ausbildet, wie sehr sie vitalisiert, um wählen zu gehen. Jetzt ist diese Nahkommunikation fundamental eingeschränkt. Insofern braucht man wahrscheinlich auch hier neue Formate, von dem wir noch nicht wissen, wie sie wirklich wirken. Also wir können sehr gut nachweisen, sozialwissenschaftlich, dass ein Kontakt mit einem Politiker, einmal in einer Veranstaltung gewesen zu sein, Einstellung zur Politik verändert. Nicht im Sinne Zustimmung, Ablehnung, aber die Politiker sagt man nicht mehr so schnell. Die Politikerin,
ist dann das folgt einer weiteren Differenzierung, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, wie man sich es vorgestellt hat. Und das wird digital nicht übersetzt. Das ist was anderes. Bei allem Lobgesang auf dieses Format muss man schon das erkennen, dass es hier Einschränkungen gibt. Insofern bin ich neugierig auf das Superwahljahr der Mobilisierung, was sie sich ausdenken, um das zu überbrücken und trotzdem Botschaften zu setzen und Vertrauen in die Politik weiter zu stärken. Ja, da kann ich nur zustimmen. Diese Erfahrung kenne ich auch schon vielfach, schon alleine so typische Erfahrungen, Bürgersprechstunde, es kommt jemand und redet über die Politik, ihr Grünen, euch glaube ich gar nichts mehr, denen glaube ich gar nichts mehr, der Politik glaube ich gar nichts mehr, die tun doch eh nur das und das. Und wenn man sich auf so ein Gespräch wirklich einlässt, und ich persönlich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich lasse mich auch von einer Sprache, die uns Grüne oft mal abschreckt, erstmal nicht sofort abschrecken von so einem Gespräch. Wenn ich mich auf so ein Gespräch einlasse, nicht im Sinne von, ich gebe allem recht, aber ich höre zu und ich sage, ja, da haben Sie einen Punkt und nein, das sehe ich komplett anders. So meine ich diese Art von Gespräch. Dann habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass am Ende die Leute natürlich nicht rausgehen und sagen, super, ab jetzt wähle ich grün und nicht, wo ist der Mitgliedsantrag? So nicht, das wäre ja auch ein bisschen überzogen. Aber dass die Leute rausgehen und sagen, okay, Sie haben ja wirklich zugehört. Vielleicht gibt es ja doch noch Politiker, mit denen man tatsächlich reden kann. Und ich vermute genau, das Ergebnis ist so, wie Sie es beschrieben haben, dass Sie zumindest nicht mehr sagen, dass die Politik, die total andere Sphäre ist, der man sich ausgeliefert fühlt, die man aber auch verächtlich machen kann. Beides ist ja gleich problematisch. Insofern ja, insofern setze ich auch da auf die Kreativität unserer Partei, dass wir Formate finden, wie wir Menschen begegnen können. Auch ich halte das für unverzichtbar. Ja, Corona-Kreativität. Aber ich sehe schon, Herr Schmidt genau. Wird jetzt ausbremsen. Ne? Er macht jetzt den Lockdown mit uns. Aus. Ellen Überscher hat es ja schon angekündigt. Ich hoffe, Sie beide und alle im Zoom und Livestream können mich hören. Bettina Jarasch, er hatte gerade von der Bürgersprechstunde gesprochen. Jetzt ist es keine Bürgersprechstunde, aber in unserem Rahmen haben wir doch einige Fragen, die während Sie beide diskutiert haben, angelaufen sind. Ich nenne die einmal, nur dass Sie irgendwie einen Überblick haben und dann können Sie sich ja raussuchen, wo man einsteigt. Es gab zum einen, Stichwort Pandemie, eine Frage nach der Veranstaltungsbranche. Wie geht es weiter für die Veranstaltungsbranche? Da war der Eindruck, Kunst werde nur noch als Luxusgut verstanden und Künstlerinnen fühlen sich im Stich gelassen und dass es da möglicherweise auch eine Ungleichbehandlung gibt in der Bevölkerung, was wiederum die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen aufwirft. Das war ein Thema rund um die Pandemie. Dann gab es Fragen, die so im Zusammenhang mit dem Bündnisgedanken stehen. Und zwar eine Frage, die darauf die Gefahr hinweist, dass die Grünen durch diese Bündnispolitik passiert, und hier verstehe ich das in erster Linie als Koalition, was der SPD in der Koalition passiert ist, dass es nämlich so viele Zugeständnisse geben muss, dass die Kernanliegen nicht mehr durchdringen. Auch zum Thema Bündnisse, ein Plädoyer dafür, dass der Konsensgedanke in der Koalition nicht so verstanden werden solle, sagt eine Zuhörerin, dass die Grünen in den Ländern, wo sie mitregieren, jetzt sich nicht mehr kritisch, konstruktiv gestaltend einbringen sollen, sondern dass im Gegenteil von den Grünen erwartet wird, dass sie auch dann sozusagen weiter Kritik üben, auch gegen die Regierung, an der sie mitbeteiligt sind. Daran kann man vielleicht anhängen, ein Stichwort, Danny bzw. Dannenröder Forst oder Garzweiler 2. Wie verhalten sich die Grünen und was ist die grüne Erzählung eigentlich zu diesen Entscheidungen und den Konflikten, die da gerade anstehen? Und jetzt muss ich mal gerade auf den Zettel schauen. Es gab noch einen kleinen Einwurf, keine Frage an Sie, aber eine Zuhörerin sagt, dass das Alleinstellungsmerkmal der Grünen darin bestehe, dass sie in Zusammenhängen denken
und dass sie immer die künftige Generation mitdenken und dass man das nicht vergessen solle. Und schließlich, vielleicht noch mit auf den Weg, passt ja auch ganz gut zum Thema Bündnisgedanke und Zugeständnisse in der Koalition. Was sagen Sie eigentlich Fridays for Future und zivilgesellschaftlichen Bewegungen, wenn Sie in eine Koalition eintreten? Also konkret war die Frage, wie sind die bündnispolitischen Vorstellungen der Grünen im Hinblick auf zivilgesellschaftliche Bewegungen, zum Beispiel Fridays for Future, also nicht nur in die Richtung Bündnispartner als mögliche Koalitionspartner, sondern auch Bündnispartner natürlich im Sinne, mit welchen Zivilgesellschaften und wie arbeitet man da unter Regierungsbedingungen zusammen. So viel als Anwalt des Publikums mal und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Antworten. Gut, ich nehme an, die gehen an mich. Ich hatte auch den Eindruck, das meiste richtet sich an Sie. Gut, dann lege ich mal los. Corona und die Veranstaltungsbranche und die Kulturbranche, die es natürlich jetzt besonders hart trifft. Ich verstehe erstmal sehr gut die Wut und die Wut insbesondere der Kulturschaffenden und der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche, aber auch der Kulturschaffenden nochmal in besonderer Weise, weil die ja durch die MPK-Beschlüsse so als Teil des Freizeitaktivitäten quasi subsumiert worden sind, die im Unterschied zu anderen Branchen offensichtlich dann nicht als systemrelevant gelten. So, das war das für eine Freizeitaktivität oder Unterhaltung, die man auch genauso gut ohne größeren Verlust lassen kann. So kam das rüber. Das fand ich auch tatsächlich keine sehr glückliche Kommunikation. Es ist keine Frage, dass Kultur alles andere als irgendwie zu vernachlässigen ist, sondern das ist ein Ort, wo letztendlich auch Demokratie gesichert wird, weil gesellschaftliche Debatten dort geführt werden. Es ist aber eben auch, und das ist der ganz nüchterne Ort, es ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo man sich verabredet, um gemeinsam irgendwo hinzugehen. Und das trifft eben sowohl die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie und die Kulturbranche, und zwar unabhängig davon, ob die sehr gute Hygienekonzepte durchaus in den letzten Monaten geschaffen haben oder auch in Lüftungsanlagen investiert. Das haben ja viele. Da gibt es ganz vorbildliche Veranstalter oder Gastronomen und so, die das alles haben. Das Problem ist einfach nur, Menschen verabreden sich und sind unterwegs, um sich zu treffen an all diesen Orten. Und das heißt, sie haben viele Kontakte. Und zwar nicht nur dort, sondern auch auf dem Weg dahin, im Bus, in der U-Bahn und wieder zurück. Und das ist der eigentliche Grund, warum die MPK beschlossen hat und warum auch der Berliner Senat das mitmacht und in eine Verordnung jetzt gegossen hat, dass wir das schließen, und wir haben morgen eine Sondersitzung des Parlaments, denn Herr Korte hat ja schon zu Recht gesagt, solche Entscheidungen darf nicht die Exekutive irgendwie alleine treffen. Das sind Debatten, die ins Parlament gehören, und auch Entscheidungen, die das Parlament auch an sich ziehen können muss, wenn es sie falsch findet, auch eingreifen können muss. Wir werden das diskutieren. Ich persönlich sage, ich habe da eine ganz grundsätzliche Haltung dazu. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun, das gilt weltweit. Wir sind aber ein liberaler, freiheitlicher Rechtsstaat. Und das bedeutet, wir müssen mit Freiheits- und Grundrechten auch in der Pandemie umgehen und auch in den Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, um eine Pandemie zu bekämpfen. Und da ist für mich ganz zentral, dass der Staat sehr zurückhaltend zu sein hat bei allen Regelungen, die den privaten Raum und die Privatsphäre betreffen. Und das bedeutet, dass der eigentliche Regelungsort, in dem der Staat wirksam Kontakte beschränken kann, eben der öffentliche Raum ist. Und deswegen finde ich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, so schmerzhaft es jetzt ist, die Entscheidung richtig. Aber selbstverständlich gehört dazu, dass gerade diese Branchen, die sich ja zum Teil bei der Veranstaltungsbranche beispielsweise insgesamt noch gar kein Licht am Horizont sehen, weil die Frage, wann Großveranstaltungen wieder nötig sind, ja, eine ist, die auf Monate nicht zu beantworten ist im Moment, dass die sehr, sehr schnell und unbürokratisch jetzt Unterstützung brauchen. Das ist die Frage für Wirtschaftshilfen. Und da bin ich froh, dass da jetzt mehr passiert. Und das muss man auch als Land ergänzen. Aber es gehört eben auch dazu, jetzt Perspektiven zu entwickeln. Das ist dann schon, geht schon wieder fast in Richtung Krisenüberwindung. Und das bedeutet eben auch gerade für die Veranstaltungsbranche, Gastronomie und Kultur, jetzt
klarzumachen, unter welchen, wenn wir es schaffen, jetzt erstmal als Wellenbrecher die Infektionszahlen runterzukriegen, unter welchen Bedingungen und mit welcher Art von Hygienekonzepten und so, dann eben auch die wieder planen können. Und zwar verlässlich planen können. Das ist das, wofür wir die Zeit jetzt nutzen müssen. Also so viel zur ersten Frage. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, nur noch Zeit für eine Frage, vielleicht noch eine zweite in aller Kürze. Und dann müssten wir sehen, dass wir den Menschen, die in den Workshops auf uns warten, dass wir sie nicht allzu lang warten. Das ist nur eine Idee noch zur Frage des Regierens. Ne? Das wollte ich gerade nochmal einbringen. Was Koalitionsmodelle anbelangt. Die Österreicher haben das ja jetzt vorgemacht, eine Regierung gebildet, die im Prinzip auf dem Modell einer Koalition der Differenz aufbaut. Auch darüber müssen wir einfach mal nachdenken, zumal wenn es mehr Partner als zwei am Ende geben könnte, auch neue Formationen, die lagerübergreifend zu bilden sind. Bleibt also die Sichtbarkeit am Ende klarer, wenn man eine klare Ressortverteilung vornimmt, die auch im bestimmten Fällen dazu führen kann, nicht nur gemeinsam abzustimmen im Parlament. Das ist ja Vereinbarungen, die in Wien getroffen worden sind, die sicherlich auch einen Belastungstest noch aushalten müssen. Trotzdem muss man das einfach als ein neues Format auch mit bedenken in der Zukunft, wenn es darum gehen soll, dass sich nicht die kleineren Partner in Koalitionen bis zur Unkenntlichkeit unsichtbar werden und am Ende auch vor den Wähler treten, ohne das Leistungspaket eigentlich abgeben zu können, was sie geleistet haben und das nur dem größeren Partner zugeschrieben. Aus großen Koalitionen kennen wir gute Untersuchungen dazu, in denen der kleinere Partner nie eine Chance hat danach. Das ist ein Verfall, der sichtbar ist und gar nicht nur mit Sozialdemokratie zusammenhängt, auch mit anderen Parteien ist das Widerfahren. Also ich will einfach nur mal werben, die Konturen des Neuen können sich auf ein neues Format der Macht auch beziehen, Koalition anders zu denken und vielleicht auch Bewegungen stärker aufnehmen zu können während einer Regierungszeit. Da ist noch nicht alles zu Ende gedacht. Trotzdem, Roman, bevor du hier abbindest, dazu muss ich ganz kurz noch was sagen. Erstens, es stimmt nicht immer. Wir sind als in dieser Dreierkoalition in Berlin, R2G, als kleinster Partner gestartet und sind jetzt bis auf die Corona-Delle seit langer Zeit in den Umfragen die Stärksten. Es ist also nicht automatisch so, dass man das Gesicht und das Profil total verlieren muss in so einer Koalition. Ja. Zweitens ist mir ganz wichtig zu sagen, wenn ich über Bündnispolitik spreche, dann denke ich da zuallererst an gesellschaftliche Bündnisse. Das ist kein Deckmantel, um über Koalitionsoptionen zu sprechen. Auch das ist vielleicht nochmal wichtig, hier zu betonen. Und selbstverständlich ist Zivilgesellschaft, selbst wenn ich Fridays for Future beispielsweise, natürlich sehe ich die als Bündnispartner für Klimaschutz. Das bedeutet aber nicht, dass wir die subsumieren und unterhaken, sondern mir ist klar, dass die uns immer kritisieren werden, weil wir sind die, die in der Regierung umsetzen müssen und der Klimawandel wartet nicht und Fridays for Future, da bin ich jetzt schon ganz sicher, werden nie zufrieden sein mit dem Tempo, das wir dabei an den Tag legen und werden immer sagen, es muss schneller sein, es muss mehr gehen, ihr müsst radikaler sein und das ist auch gut so, weil sie uns dadurch treiben und weil sie dadurch auch das Thema oben auf der Agenda halten und das hilft. Also insofern heißt Bündnispolitik natürlich nicht, dass wir wegen weder die Kritik unserer eigenen Parteibasis, aber da habe ich im Berliner Landesverband keine Sorge, dass der seine Kritikfähigkeit verliert. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Aber auch in der Zivilgesellschaft. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die ist in Berlin renitent. Das ist unbequem, aber das ist natürlich auch gut so. Bündnispolitik bedeutet schon, dass man sich ernst nimmt. Das bedeutet ein gemeinsames Ziel. Aber da bleiben die Bündnispartner in ihrer Unterschiedlichkeit ja gerade bestehen und ordnen sich keineswegs unter. Das wäre ein völlig falsches Verständnis von Bündnis. Und so viel vielleicht nochmal zur Klarheit dazu gesagt. Und deswegen gehört es natürlich auch dazu, dass jetzt leider auch die Grünen in Hessen die Kritik an dem Autobahnbau aushalten müssen. So.